oder Alternative, ja? Das wäre besser. Na klar. Wieso denn? Oder soll ich nach Österreich reisen? Ich werde gar nichts mehr reisen. Ich habe alles hier in der Umgebung. Wenn ich was will, tue ich es einfach da. Alles hier in meiner unmittelbaren Umgebung. Jetzt gerade automatisch tue ich dort kratzen, wo halt sich da was befindet. Und das ist so. Hautflecken, Hautflecks, Hautgewebe. Wie heißt das Zeug noch? Diese scheiß Eier. Kaviar, hm? Oh Gott. Das ist schlimm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da kratze ich, und das hört sich an, natürlich auf freier. Wie heißt das? Ja, da unten blödieren. Das hört sich so an, wenn ich da kratze, als würde ich auf Schleifpapier kratzen. When I'm scratching there, it sounds like I'm scratching on a grinding paper, you know, it feels quite dry. And I'm so exhausted again. Last night I've slept pretty well, you know. I went early to bed, like 11 o'clock, 11 p.m. Um 11 Uhr 23 Uhr bin ich schlafen gegangen, und da habe ich durchgeschlafen. Ich war wie tot, habe ich geschlafen, ne? Habe wieder geschwitzt. Ja, wahrscheinlich, weil ich dieses Fußbad gemacht habe, ne? So, I was sweating again in the night. Although I got undressed totally, you know. And it's because I did that foot bath again, you know. And today I'm cold because I've removed, there's so much skin removed. And up here, there's also some crust up there I'm removing. I don't want to remove this because when I put my headphones on, you know, I have to put a rug underneath it, you know, or something like a towel, so it gives it a nice soft polster, you know, so it doesn't press too much down, because there's this other crust there. When I take that off, then it's going to be sensitive there, and it also hurts then. So wenn ich dann Kopfhörer trage, dann muss ich hier unten irgendein Ein Lappen oder sowas drunter tragen. Ich war ein Stückchen Handtuch oder so. Das polstert nämlich die Kopfhörer, obwohl die Kopfhörer schon selber Polster haben. Und dann tut es nicht so weh, weil hier diese Kruste, wenn ich sie entferne, ne, dann ist es eben so. Okay. Oh Gott. Aber ich muss es entfernen, weil das stört. Da stört, da ist so ein Pfropfen. Der ist such a plug. I have to unplug it. Did you hear this? Italy, huh? They've got a real big problem there, yeah? That's the center of evil, isn't it? Italy. That's the Vatican. Yeah. Das Zentrum des Bösen ist dort, wo der Vatikan ist. Yeah. Just did it. Ich hab's raus. Some adjustments. So. Where is it? Ach, there it is. I'm holding it. Duh. Duh. I have to do this here. Press right into it, you know. It got so itchy there. It got itchy there because that's where the general public eggs are, you know. They're just stocking there up. Where were they before?
I don't want to do this. I don't want to do this, you know. Ich will das nicht machen. Ich spüre es da, juckt es da, ist es so geschwollen, ich will das nicht machen. Und dann auf einmal packt es mich auf, als würde ein Geist mich packen. Ne? Also man ist gar nicht man ist gar nicht unter Kontrolle. Und man packt es einfach und man tut einfach reinquetschen die Finger, nicht wahr? Oder die Pinzette, nicht wahr? Einfach, weil es gemacht werden muss. Aha, ich bin so müde, ich bin so ausgelaugt. Und dann hat man noch Streit in der Familie, ja, weil ich eine Decke unter dem Tisch gegeben habe, wo der Computer steht, ne? Damit die Füße halt die Dinge isoliert sind am besten, weil die Hausschuhe da ist ein bisschen eng dort unter den, dann passen die nicht so gut dran. Und wegen sowas streitet sich meine Mutter mit mir. Ja, immer wieder das Gleiche. Ich glaube, das geilt sie auf, den Frauen. Das erregt die Frauen, nicht wahr? Wenn die sich irgendjemanden mit jemandem streiten, das geilt sie auf. Ja, genau wie Gefahren geilt sie auf, ne? Und dann, wenn sie es kriegen, dann, der hat mir weh getan. Ach ja, wirklich? Warum hast du es provoziert? Weil solche gibt es auch, ne? Ja, die provozieren es. Meine Mutter ist so ein Typ. Ja, mit meinem Vater hat es immer wieder provoziert, nicht wahr? Und dann, wenn sie mal aufs, ne? Ja, dann hieß es, ja. Irgendwann hat sie es zugegeben. Ja, ja, ich weiß, ich provoziere gerne, ich provoziere Streitigkeiten. Ja, und dann fragt man, warum tust du das? Ja, ich weiß nicht, warum ich das tue, sagt sie. Ja, das ist eine gute Antwort. Also, wenn man dämlich ist, ja, dann, ich weiß nicht. Ist das Östrogen oder sowas, dass es so, euch so lenkt, dass sie da Blödsinn macht oder sowas? Unbedacht manchmal, hä? Kann das sein? Das war unnötig. Also die hätte einfach das nehmen sollen, ohne Streitigkeiten ersetzen sollen. Ne? Nee, stattdessen, die muss streiten. Immer streiten. Ich hab heute hier, siehst du das? Diese Wand? Ne? Das ist ziemlich hartes Zeug. Das ist hartes Zeug. Die hat mich so wütend gemacht, dass ich voll da mit dem voll draufgehauen habe. Ne? Ne? Also ich bin kein gewalttätiger Mensch, aber das geht langsam nicht mehr, okay? Ich werde niemandem was antun, höchstens ich werde mir was antun, weil das einfach reicht von allen Seiten. Die Ärzte sind abgehakt, die existieren nicht mehr. Die tun ja nichts. Die sehen mir einfach nur zu, ich gehe hin, ach, das ist ja Einbildung, ja, gehen Sie zum Hausarzt, nee, zum Hautarzt oder Hausarzt, ne? Dann geht man da hin, ja, und da wird man nicht angenommen, weil der Coronavirus ist ja da, oh, der Coronavirus, ja klar, na klar, sind alles Ausreden, ne? Ja? Vielleicht habe ich das Coronavirus. Ich hoffe, dass ich es habe. Oder wenn die mich dann heilen würden, dann heilen sie nur das Coronavirus. Und das soll sie am Psychiater ansehen. Ja, ich denke mal, euch Leute sollte mal einen Psychiater ansehen, okay? Ihr seid doch krank. Man möchte bloß einen Arzt haben, der diese Eier untersucht und dann sagt, ja, tatsächlich, das sind Eier. Sie hatten recht. Die wollen es bloß nicht zugeben, dass ich recht habe. Ne? Und dann irgendwie das... Es gibt doch, das habe ich doch irgendwo gesehen... Ja, in der Hautklinikum Erlangen. Die haben so ein Röntgending oder wie auch immer, Ultraschall, dass die können hineinschauen, Gewebe ansehen. Ne? Also mein Hausarzt meinte, sowas gibt's nicht. Aber die haben sowas, ne? Da können sie reinsehen. Also ich denke mal, diese Eier würden sie dort auch sehen, nicht wahr? Ja? Da kann man vieles sehen, auf Mikrolevel. Dann hätten sie ihren Spaß, also sie hätten dann könnten mich dann operieren. Mehrere Tage hintereinander, wie auch immer, ja, bis das fertig ist. Warum denn nicht? Oder ist es ein aussichtsloses Unterfangen? Ja, dann sollten Sie mir eine Cyanidkapsel geben. Hier, Borgelien. Nur für den Fall, wenn es Ihnen schlecht geht, einfach mal draufbeißen, nicht wahr? Die Luft anhalten, ne? Und dann ist man in 10 Sekunden über den Berg, hoffentlicherweise. Wird es vielleicht schneller gehen als mit dem Coronavirus, ne? Es ist ein bisschen nass da oben. Ich weiß nicht, ob das Flüssigkeit ist. Ja, das ist Flüssigkeit, aber ich weiß nicht was. Wahrscheinlich diese Wundspülung. Ja, ich beneide all die Menschen, die sich das Leben genommen haben. Wie auch immer, oder umgekommen sind. Es sterben viele Menschen in letzter Zeit, nicht? Ja, ich beneide die, dass die es geschafft haben und ich dieses scheiß Leben leben muss. Dieses Leben hier, des Leidens, des Kämpfens. Wozu? Also gut, ich will eigentlich nicht sterben, ne? Aber mir gehen die Lösungen aus. Und jetzt, vor allem, wo der Coronavirus ist,
einen Doktor aufzusuchen? Also wirklich. Und dann sieht man die im Fernsehen. Oh, unsere Praxis, ja, wir haben keinen Schutz. Wir haben bloß 5 Masken hier, nicht wahr? Und eine oder zwei Schutzkleidungen. Und jetzt kommen uns Hunderte von Menschen besuchen. Na und? Ja, die kommen ja nicht vor Besuch und fressen eure Schutzkleidungen auf, oder? Und außerdem sind das doch Ärzte, die können sich doch sowas leisten, oder? Die werden jeden Tag von Vertretern für Medikamente besucht, bekommen Geschenke, Geldgeschenke, Urlaub hier und da. Denen geht's doch super, den Ärzten. Ja, wenn die Vertreter kommen, dann sollen sie mal ein paar Schutzsachen mitbringen, nicht wahr? Ja? Und wenn nicht, dann sollen sich die Ärzte mal ein paar Schutzkleider kaufen. Ja? Das könnte helfen, oder? Anstatt immer, oh, uns geht es so schlecht, uns Ärzte, nicht wahr? Ja, 15 Meilen im Jahr haben wir einen Urlaub, oh, in den Malediven, aber so, so wenig. Ach ja, wann habe ich das letzte Mal Urlaub gehabt? Weiß nicht, vor 5 Jahren? Oder 10 Jahre? Hä? Ganz toll. Okay, das war's. Ich muss mal das Sitzzeug weiter zu Ende machen, sonst ist es ja schon 10 vor 21 Uhr. Okay, bye for now.